Wir sind mittlerweile in Folge Nummer 7 angekommen. Ja, es geht voran und ich habe natürlich wieder sämtliche Nebengeschichten abgeschlossen und da waren ein paar coole Szenen mit dabei. Ich habe eine neue Person gewonnen, die kann ich ja euch mal zeigen. Jetzt bin ich gerade extra hier hingegangen oder mich hin teleportiert, um die Folge zu starten. Und jetzt gehe ich doch wieder zurück in unsere coole Bar und unser Versteck. Das geilste Versteck, was ich jemals in dem Spiel gesehen habe. Und die Nebenstory, ja, die war ganz cool, weil der Meister, der Pickards, der hat gesagt, du, ich habe da jemanden Unschuldigen gefunden. Ich habe auch keine Ahnung, wie er es schafft. Er ist ja der Informant schlechthin. Und er meinte, hier, hol doch mal das eine Mädchen raus. Dann haben wir wieder den zweiten Edel gespielt. Also der ist mir auch immer noch ein Mysterium, wie das Ganze funktionieren soll. Und dann haben wir die Info zu ihr bekommen. Sie war irgendwo eingesperrt, sollte wahrscheinlich unter die Lupe genommen werden. Weil das ist so eine kleine Assassinin, hat sie selber von sich behauptet. Und sie wollte den großen General umbringen. Warum auch immer. Und es war halt witzig, weil sie ist eh schon so ein bisschen, ja, angepisst, kann man sagen. Weil sie eingesperrt wurde, ist auch so ein kleines heißblutiges Blag, ähnlich wie Hawk. Und das war cool. Aber hier frage ich mich auch wieder, wie konnte er wissen, dass sie unschuldig ist? Und dann fand ich es auch witzig, wie Krischer auch meinte, naja, können wir die jetzt befreien? Weil sie hat ja selber gerade gesagt, sie will ja jemanden umbringen. Sie hat zwar noch keinen umgebracht, aber ist das in Ordnung, wenn wir die jetzt befreien? Das sind so Geschichten, die mag ich. Und daran kann ich mich auch erfreuen. Ja, und das ist jetzt so der neue Held. So nenne ich sie einfach mal, die hier unten auch eingesperrt ist. Aber es ist trotzdem immer wieder witzig, wenn wie viele Leute holen wir von dem Knast und packen die hier hin. Die dürfen ja nicht raus. Ich sag nochmal, das hier ist ja eine Stadt, die patrouillierter nicht sein könnte. Hier kann man nicht irgendwie einen Fuß vor die Tür setzen, ohne gleich beobachtet zu werden. Und ich glaube, das ist keine gute Idee, wenn wir alle Leute befreien vom Gefängnis. Weil irgendwann müssen die doch eine große Razzia machen. Es kann doch nicht sein, dass das unsere Bar nicht einmal irgendwie infiltriert wurde oder zumindest die Wachen vorbeikommen, um nach den Rechten zu gucken. Zumal, was ja auch geil ist, diese Bar hat ja auch zu dem Zeitpunkt eröffnet, wo der Crimson King aktiv wurde. Und da denken sich die Wachen, ach nö, ist Zufall. Hat schon keinen Zusammenhang. Muss nicht weiter untersucht werden. Alles klar. Gut, das ist so die Ingame-Logik hier. Und das ist auch ein schönes Thema übrigens. Da werden wir ja gerne mal drüber sprechen. Denn das hat ja nämlich der Silphby auch angesprochen. Er meinte, naja, bei solchen Spielen, man muss ja nicht immer irgendwie nach Fehlern suchen. Und das sehe ich komplett genauso. Also ich hoffe und glaube auch nicht, dass ich jemand bin, der dazu neigt, nach Fehlern zu suchen. Denn das macht ja wirklich irgendwann ein Spiel kaputt. Aber gerade hier in dem Spiel ist es so, es gibt sehr viele unlogische Sachen, nach denen sucht man ja nicht. Die fallen einem einfach auf, weil man schlicht komplett mit einer Sache konfrontiert wird, die ja an sich sofort keinen Sinn macht. Wie eben eine Bar zu kreieren, wo alle in Liebe und Friede wohnen. Dazu aber gleich später mehr. Da können wir mal gerne mal drüber sprechen, denn jetzt habe ich ja hier wieder ein Portal freigeschaltet und hier geht die Hauptstory weiter. Und dann werde ich erstmal ein bisschen erkunden und dann werden wir über diese schöne Thematik nämlich am Anfang der heutigen Folge sprechen. Und warum? Weil diese einfach kann, ist ja mein Let's Play und da können wir so eine Späße nämlich einmal machen. Ist ein schönes Thema. Vielen Dank, Rio, an diese kleine Gedankenstütze. Artisan Lane! Und wir stehen schon direkt vor einem Landscape. This is Artisan Lane, the site of all those recent thefts. Hier sind die ganzen Diebe. This is an antique shop. Was one of the victims. We should go ask around there. Ja, wir müssen Omi und Opi einen Besuch abstatten. Hä? Warte mal, ist das nicht? Jufa. Eine niedergeschlagene Jufa. Jufa, are you okay? Was? Ach nein, ist also alles in Ordnung. Das ist ja die Antwort, die eine Frau permanent immer sagt. Auch wenn sie sichtlich niedergeschlagen ist. I didn't see you guys. Guess I was a little out of it, yeah. Ja, sie war wohl mit sich selbst beschäftigt, gerade in Gedanken versunken. Nein, wir fragen auf keinen Fall, ob sie shoppen geht. Das wäre eine ziemlich dumme Frage. Well, I guess you could say that. It's such a nice day out and all. So I thought, hey, why not make a trip to the market for some veggie plants and soak in it? Ja, never.
Als ob sie jetzt hier einfach nur frische Luft schnappt, um dann hier nach Gemüse zu gucken. Stimmt, wir haben ja auch Credo jetzt bei uns. Seit er eine Nebengeschichte ist, er jetzt auch dauerhaft neben uns. Da frage ich mich auch, ob der das überhaupt darf. Weil er ist ja in der Klamotte von den Hieroglyphen-Knights. Und wisst ihr, was auch cool war? Ich habe ja die Nebengeschichten wieder mal nicht gezeigt, das könnt ihr ja für euch dann selbst entdecken. Aber in einer dieser Nebengeschichten hat Krisha nochmal angesprochen, du sag mal, du bist nicht so zufällig irgendwie connected mit Chatelard? Und er meinte dann, wie kommst du denn darauf? Als ob der mich kennen würde. Chatelard ist eine viel zu große Nummer, der kennt mich nicht. Und da habe ich mir so gedacht, hä? Credo geht davon aus, dass Chatelard ihn nicht kennt? Das war eine sehr überraschende Information. Das möchte ich hier an der Stelle auch mal so hervorheben. Weil ist das nicht komisch? Weil Chatelard, ich dachte, er hat ihn erkannt, als er gegen ihn angetreten ist. Oder Chatelard hat einfach nur die Berserker-Fähigkeit in Hawk gesehen. Aber er wusste doch, dass es einer von den Hieroglyphen-Knights ist, oder? Also wer das weiß, kannst du mal reinschreiben. Aber mit ihm an der Seite ist das auch irgendwie cool, weil damit ist zumindest das ein bisschen unauffälliger. Oder vielleicht auch andersrum. Vielleicht sind wir durch ihn erst recht auffälliger. Ich weiß nicht, ob das so gut kommt, wenn wir in der Nähe eines Hieroglyphen-Ritters stehen. Ob wir dann dadurch mehr unter Verdacht stehen. Ich habe keine Ahnung. Das nur mal so nebenbei, weil das war, glaube ich, nochmal eine wichtige Info. Veggie Plants? You do know. You're an Artisan Lane, oder? Hier gibt's keine Veggie Plants. Oh! Hab ich gesagt, Pflanzen? I meant plates! Shantae wanted me to get some dishware. Plus, I have to deliver something to one of my friends in the entertainment district. Oh, das sind aber ganz schön viele Besorgungen, die du machen musst. I don't know where you get the energy, Yufa. It's honestly kind of impressive. Ja, wo nimmst du nur die Energie her? Ist ganz schön beeindruckend. Naja, well, we've all got our saving graces. So I'm guessing you guys are here to go check out the antique shop, like you said. Ja, das stimmt. Well, here's hoping the culprits are caught soon, for everyone's sake. Anyway, I've got a run. See you back at the bar. Ja, sure, klar. Oh, sie fällt um. War wohl doch ein bisschen zu viel für sie. Yufa, alles in Ordnung? Nein, geht schon. Ah, not that you are hiding it particularly well, but you are not looking too hot. Too hot. Wie gesagt, also Credo hat schon irgendwie eine komische Sprache, wenn es um Frauen geht. Er nennt ja Krisha Pussycat, dann nennt er die andere Chick und Yufa ist hot. Wissen wir Bescheid, was Credo für ein Typ ist? Ja, Credo ist white. Du siehst nicht hot aus, aber dein Kopf ist sehr hot. Hast du Fieber? Ach, es ist nichts. Ach, es geht schon mehr los, Leute. Es ist immer dasselbe. Nein, es ist nichts. Mir geht's blendend. Ich bin nur etwas müde, erschöpft. Are you okay? Wir fragen nochmal, bist du okay? Nein, mir geht's gut. Wirklich ehrlich. Ich tu nur so, als ob ich mir gerade den Kopf halte. Besides, I've caused you guys enough trouble. Hat sie doch gar nicht. Wann hat sie uns mal Trouble bereitet? Gar nicht. Noch nie. Was sagst du denn da, Yufa? You've been nothing but a help to us. Irgendein Mann spricht zu uns, Edel. Doggy ist da. Das ist gut, der ist nämlich ein starker Typ, der kann ihn gleich nach Hause tragen. Oh, if it ain't Big and Brovny. Ja, thought I'd come by and help out with all that ruckus in Artisan Lane. Then now you were here too. So, Yufa, wait. Habe ich irgendwas verpasst? I get it now. She's been one of her feet ever since the bar opened. Exhaustions must have finally caught up. Die ist wirklich einfach ausgelaugt. Die stresst sich. Burnout. Das ist ein aktuelles Thema, Leute. Yufa here works harder than the rest of us put together. That's what Shantae told me. Schön. Das ist schön, dass Shantae das weiß. Und was hat er jetzt dagegen getan? Nichts.
Er hätte ja auch mal sagen können, dann Jufa, geh doch mal bitte oder nimm dich mal etwas zurück. Jufa. Okay, alright, you guys still have things to do und die macht einfach weiter, okay? Ich bring Jufa zurück und sie soll gefälligst arbeiten. Ich danke dir, Dori. Du weißt, was ich brauche, Arbeit. Das belebt mich. Ach, come on. Nicht doch. When one from us falls, the rest of us pick him back up again. Einer für alle, alle für einen. Wenn einer fällt, heben alle anderen die Person auf. Ist ein schöner Spruch, hat er gut gesagt. Like we keep saying at the end of the day, you're the one giving us a hand here. Well, I can't argue with that, I guess. Sure thing, I do my best to keep you standing till then. Don't push yourself too hard, okay, Jufa? Ja, ich versuche es. Sorry for slowing you guys down. So, und wir sollen jetzt die Diebe finden. After seeing Dori and Jufa off, you resumed your search of Artisan Lane. Ja, interessant. Okay. Why don't you go back and keep her company then? No, this is just as important. Ach ja, Credo. Credo ist aber eine coole Socke trotzdem. Der ist zwar irgendwie frauenverachtend und hat sonst auch überhaupt keinen Bock auf Menschen, aber irgendwie ist er trotzdem bei uns und bereichert das Spielgeschehen. Sehr schön, sehr schön. Memorial Tree, an impressive landmark spot in the city of Balduk. So, und jetzt können wir nämlich hier ein bisschen erkunden. Jetzt beginnt der Spaß, Leute. Wir gehen dort noch nicht rein, weil das ist, glaube ich, der Antiquitäten-Shop. Wir machen aber erstmal hier schöne komplette Erkundung, wie gerade gesagt. Und die Katzen. Boah. Was nun? Hä? Nein, jetzt bin ich, weil ich ausweichen wollte, doch schon mal in Richtung Antiquitäten-Shop gelaufen. Das war ein Versehen, Leute. Oh. Wir sind mitten aus dem Kampf vor dem Shop und wir haben keine Nox-Allergie bekommen. Tja, das ist natürlich blöd gelaufen. Hey, is a step off the road or keep moving next time? Ja, sorry. Ich bin nur stehen geblieben, weil... Wir fragen doch jetzt nicht ernsthaft, was das für ein Shop ist. Da oben steht doch der Name. Winchdale. Winch. Das ist übrigens auch ein schöner Name. Gibt es hier jemand, der Winch heißt? Der muss da einfach sein. Der muss da einfach sein. Rinsch. Beste Name. Naja, es ist ein Antiquitäten-Shop. Genauso wie der Name. Das ist auch sehr antiquitär. You don't say. Wir sollten drinnen mal nachfragen gehen. Nein, erstmal Kunden. Starterkunden. Okay, ich komm mit. Geh schon mal vor. Wir gehen nicht vor. Wir gehen jetzt rein. Gehen wir rein? Nach, die gehen automatisch rein. Roderio! The owner, Roderio. Should be here somewhere. Das ist ein cooler Name. Roderio gefällt mir. Rindstiel, Antiquitäten. Das wird bestimmt komplett anders ausgesprochen. Könnt ihr mir auch gerne mal reinschreiben. Oh, he's with a customer right now. Er hat Kundschaft. Naja, wir sollten warten, bis er fertig ist. Das gehört sich so. Wir nicken das Ganze ab und er denkt sich, Credo, Antiquitäten, Okay, ich hab Bock, was zu zerstören. Does something feel weird about this place, or I'm finally going crazy? Ja, es ist normal in so einem Shop. Da sind viele coole Sachen drin, die sonst nirgends zu entdecken gibt. Kommen wir wieder raus? Nein, ich muss wirklich warten, bis hier die Geschichte vorbei ist, so ein Crap. Mal gucken, hatten der im Angebot? Mal sehen, mal sehen. Seine Sauklaue. Ist ja schlimmer als meine. Kann ich gar nicht lesen. Ist das Englisch? Knivra? Yoga Goyuru? Anivitstia? Live Moving Free? Und Hadriv Zo Ojoris? Was ist das? Keine Ahnung. Das hier alles bestimmt. Das ist Lifts Revier. Und das Avo Coloris ist bestimmt das. Oh, ich kann's. Eine Puppe, eine Doll. Eine antike Puppe. Und die sieht auch nicht so aus, als wenn sie einem Angst machen würde. Aber man denkt bei Puppen ja sofort irgendwie an Horrorfilme. So, it's quite odd. It's apparent that it's been well maintained.
I am very sorry, sir. But that one isn't for sale, I'm afraid. Und wieso steht die dann hier so frei? Melissa ist bestimmt auch die Besitzerin, hat man ja an der alten Stimme schon raushören können. Und die Puppe steht nicht zum Verkauf. Sollte man die dann nicht irgendwie woanders hinsetzen? Ist das nicht ein zu hohes Risiko, gerade jetzt in Diebeszeiten, dass sowas dann geklaut werden könnte? Also das, meine liebe alte Melissa, wäre mir zu heavy. Oder setzt da zumindest eine Vitrine drauf. Oder drum. Oder von mir ist drauf. Ist die Puppe gleich weg. Das ist aber schade. Ich wollte sie gerade kaufen. Her name is Anemona. Anemona? She's the pride and joy of this little shop. Dann würde ich die aber woanders hinstellen und wirklich entweder mehr zur Geltung bringen und dann richtig schön in eine Vitrine, wie gerade gesagt. She's the handiwork of a master dollmaker from the time of the Hundred Years' War. Okay, es gab einen Master Dollmaker und das ist eins seiner Kunstwerke. Hergestellt aus dem 100-Jahr-Krieg. Wir fragen, was das für ein Krieg gewesen ist. You're not from Balduk, are you, dear? Nee, wir sind nicht von Balduk, das stimmt. Was in a war with Britai, a region across the sea. It lasted 100 years. Okay, Glia war im Krieg mit Britai und der Krieg dauerte hunderte Jahre an. Also 100. Especially those who live here in Balduk know it well. Mrs. Rindel. Rindel. So wird's ausgesprochen. Rindel. Ich finde Winch aber viel cooler. My. Oh, you're one of Pendleton's daughters, aren't you? Richtig. That's right, little Krisha. My goodness, how much you've grown. Hm? And we are all grateful for your service, Sir Knight. Sir Knight. Ist auch gut, Sir Knight. Und er denkt sich so, boah, jetzt muss ich auch noch nett sein, so eine Scheiße. Okay, ich sag mal einfach sure. What can I do for all of you today? Naja, wir wollen fragen wegen den Dieben. Well, we heard that a thief broke into your store. Oh my, you came because you were worried about us? Ja, ist das nicht herzerwärmstens? Erwärmstens? Yes. Is there anything we could do to help? Thank you very much, Krisha. Und der haut der Kunde ab. Rodario is just about to take a break. Since you're all here, why don't we enjoy some tea while we talk? Das hört sich gut an. Lass mich raten, Melissa, wir kriegen was für einen Tee? Melissentee. Oh, die heutigen Wortspiele nehmen kein Ende. Entsetzt, how the statue of the saint was stolen. Roswitha? Kenn ich nicht. Wer da was ist, Saint Roswitha? Wer ist das? Saint Roswitha was a hero who liberated Balduk during the Hundred Years' War. Mhm. Freiheitskämpfer. Also Saint Roswitha ist wohl... Ich weiß nicht. Es klingt weiblich. Roswitha? Aber muss er nur scheißen. Ja, seitdem ich Shanti gesehen habe... Wer weiß, ob Saint Roswitha nicht auch irgendein Typ ist. She was only the daughter of a farmer, but ended up leading an army against Britai. Oh, ist ja wie ein Märchen. Von der Farmerstochter zur großen Generälin. That's right. The stolen statue was made during the Hundred Years' War. Die haben ganz schön coole Sachen. Die haben eine Puppe von jemand geschmiedet, der beste Dolmetscher war. Und die haben hier anscheinend eine Statue, die auch gemacht wurde von jemandem, der wahrscheinlich auch der Beste in seinem Fach war, ebenfalls in dem 100-Jahre-Krieg. Rodario had only recently purchased it not more than a week ago. Ach nee, die haben es selber erst gekauft. Das neueste Fundstück war es also, vor einer Woche eingekauft. Oh yeah? Is it worth a lot? Und wir verhalten uns gar nicht unauffällig und fragen sofort, aha, ist das wertvoll? Absolutely. Rightfully so. Ja, ist es. Was fragst du da? Wieso willst du das wissen? Though it pains us to have something of ours stolen,
It's more upsetting that something made in Saint Rosvita's image is the object of greed. Hä? Irgendwie kann ich das gerade nicht vernünftig übersetzen. It's more upsetting that something made in Saint Rosvita's image is the object of greed. Was ihn aber noch viel mehr stört, ist, dass das, was für Saint Rosvita steht, das Objekt der Gier ist? Hä? Okay, habe ich gerade anscheinend hier irgendwie einen Aussetzer. That's awful. Keine Ahnung. Habe ich wirklich nicht verstanden gerade. Wieso sollte sie jetzt für Gier stehen oder das Image für Gier stehen? Na egal, wir sagen... Wir haben gehört, die Monstrums waren das? The culprits left a note. Is it okay if we take a look? Die haben einen Zettel da gelassen. Und lass mich raten, da wird es oben stehen... Wir, die Monstrum, haben Saint Rosvita geklaut. Unterzeichnet, die Monstrum. By all means. Ist das schlecht? Das ist doch so schlecht. Das ist so verdammt schlecht. Die wollen wir doch jetzt nicht ernsthaft sagen. Oh, da steht Monstrums was hier. Also können es nur die Monstrum gewesen sein. Alles andere ist komplett unmöglich. What is this? Das ist ein Kindergekrakel. Da ist doch offensichtlich, dass uns da irgendjemand was anhängen möchte. Hier, Mr. Sir Ritter. Sag mal, Anton. This has gotta be a joke. Genau. A prank by some punk-ass kids. So ist es. That's what we thought. But there were witnesses who said they saw the monstrums. Naja, ist dann auch kein Wunder. Diejenigen, die den Zettel hinterlassen haben, die sind ja bestimmt in der Lage, sich auch zu verkleiden, als wenn es ein Monster wären. Similar notes were left in other shops. So many believe the monstrums are to blame. Oh, sind die einfach zu täuschen. But there is something strange about all of this. Ja, wo haben die ganzen Kostüme her? Wir müssen, das Erste, was wir machen, ist, wir gehen auf Suche nach einem Kostümshop und fragen, wann dort das letzte Mal eingekauft wurde. Well, this is merely an observation, but how do I put it? Well, their methods were surprisingly crude. Na, allein das Hinterlassen des Zettels war auch schon surprisingly. Yes. The lock on the door seemed to have been forcibly open. The hawk and the white cat are said to have remarkable powers. Isn't that right? Well, if so, then these methods would be uncharacteristically unremarkable. Recht hat der Mann. Das können gar nicht die Monstrum gewesen sein, weil wir haben richtig krasse Fähigkeiten und würden niemals auf so lächerliche Sachen wie komm, wir brechen mal das Schloss mit Gewalt auf zurückgreifen. Das machen wir nicht. That's true. Gute Beobachtung. Have you reported this to the garrison? Haben sie bestimmt. Yes, naturally. But they're already very busy with the many other monstrum complaints. Das sagen die irgendwie immer. Waren letzte Folgen auch schon so. Immer wenn wir gefragt haben, und? Hast du schon der Garrison gesagt? Ja, aber die sind zu beschäftigt. But that was why the Hieroglyph Knight sent you, was it not? I'm grateful that our precious Anemone is safe at least. Mich würde sich wundern, wenn jetzt gleich so ein Fenstergeklirre gehört wird und die Puppe weg ist. And it gives me comfort knowing that little Krisha came to make sure we're all right. Yes, and from what I hear from your father, you left Pendleton to start your own business. Ja Mann, Blumengeschäft in den Slums. Es ist immer noch so geil. Es ist so geil einfach. Oh, it's a long story. Das macht nichts. Du bist kurz, aber hast eine lange Geschichte zu erzählen. Das ist doch in Ordnung. I'm sorry. I should have told everyone about it. There's no need to apologize, dear. We knew it was only a matter of time before you seized your own future. Ever since you were a little girl. Huh? You're stronger than you look. And you always keep your customers' best interests in mind. Kann aber für einen Händler sehr stark nach hinten losgehen. Was sagt denn der Picker dazu? To be frank, we were worried knowing that you and your father don't see eye to eye.
but we're positive that you'll do just fine, dear. We have faith in you. Und wenn das alte, weise Leute, die selber ein Geschäft haben, zu einem sagen, dann ist das doch eine ganze Menge wert. Thank you. I won't let you down. Das sind die Worte, die Krisha gebraucht hat. Das ist ein schönes Pärchen. Die gefallen mir. Die müssen wir unterstützen und unter die Arme greifen. Aber der Zettel, der war genial. Monsterwurst hier. Ja, und dazu fällt Credo gar nichts mehr ein. Ist irgendwas, Credo? Na, ich habe nur zu mir selbst gerade gedacht. Was, du kannst denken? Ja, die waren ziemlich nett, oder? Schönes Pärchen. Na klar, du hast auch gerade ein Kompliment bekommen. Yeah, they ended up cheering me. Up instead of the other way around. Edel, ich habe eine Idee. Why don't we try asking around to the other shops that we are stolen from? Our names are on the line, of course, but also I don't think I can just let this stand. Ja, es ist so, als wenn du mir gerade aus dem Kopf gelesen hättest. Das heißt, wir gehen jetzt wirklich zu den anderen Shops, wo auch geklaut wurde, und versuchen dort auch mal ein paar Infos zu bekommen. Da sind ja die gleich, oder vielleicht ist ja auf dem Zettel noch eine Auffälligkeit. Anyway, let's stop by the other shops around here and find some witnesses to talk. Schön, jetzt haben wir hier freie Erkundung. Schön, schön, schön. Ja, perfekt, der Blumenladen in den Slums. Damit starten wir auch. Jetzt können wir nämlich nochmal über das eine Thema sprechen, nämlich Ingame-Logik. Ein sehr schönes Thema. Ich würde es auch gar nicht breit erzählen, weil ich glaube, oder besser, ich hoffe, dass ich jetzt nicht einer von denjenigen bin, die auch immer ständig nach Fehlern suchen in dem Spiel. Ich bin eher so, ich genieße so ziemlich alles in dem Spiel, was mir serviert wird. Wenn ich ein Rollenspiel spiele, dann ist es ja eben das Coolste, sich mit der neuen Welt, und es sind ja immer neue Welten, zu beschäftigen und zu lesen, was gibt es in der Welt alles? Also was darf man? Was ist hier normal? Was ist nicht normal? Selbstverständlich würde ich niemals auf die Idee kommen, in einem Spiel, wo es, keine Ahnung, so Drachen gibt. Ja, zu sagen, unlogisch, Magie gibt's ja gar nicht in Wirklichkeit und Drachen auch gar nicht. Das ist natürlich, also mit der Prämisse kann man auch kein Rollenspiel spielen. Aber es sind halt so gewisse Sachen in dem Spiel drinne, die funktionieren auch nur dann, wenn der Rest auch irgendwo stimmt. Und da ist bei East 8, da merke ich schon, da stimmt leider so einiges nicht. Und das ist auch nichts, was ich jetzt suche. Also ich suche ja nicht aktiv danach. Das ist einfach nur meine ganz stinknormale eigene Logik, die mir schon von vornherein sagt, es kann so eigentlich gar nicht funktionieren. Wie eben... Ja, du bist es. Genau wie wir eine Bar haben, in einer Welt, die überwacht da ja gar nicht sein kann. Das muss man sich mal vorstellen. Das Spiel sagt ja, es ist ja nichts, was ich mir ausdenke. Also ich würde es gerne auch ausblenden, aber ich kann es ja nicht, weil es ja immer wieder gesagt wird. Wir haben ja überall stationäre Wachen, Einheiten, die sind alle auf Patrouille und überall hängen Flyer von uns. Natürlich sind wir jetzt verkleidet, also keiner sieht uns, aber dennoch sind die alle auf der Suche, und wenn das wirklich eine Gefängnisinsel ist oder eine Stadt, die hier kontinuierlich kontrolliert wird und patrouilliert wird, dann kann mir noch keiner erzählen, dass eine Bar, die neu geöffnet hat, zur selben Zeit, wo der Crimson King aktiv wurde, dass da nicht eine Wache auf die Idee kommt, wir sollten das vielleicht mal observieren. Vielleicht finden wir ja irgendwas drin. Nee, darauf kommt keiner. Und das nimmt mir so ein bisschen... Ja, nicht den Spielspaß, weil da muss schon einiges passieren. Aber das nimmt mir so die Immersion von dieser Welt. Weil da denke ich mir, das ist dann keine vernünftig... logisch agierende Ingame-Welt. Macht ja keinen Sinn. Genau wie mit dem Verkaufen der Blumen in den Slums. Das ist natürlich eine nette Idee. Und irgendwie muss ja das Spiel uns auch eine Möglichkeit geben, an diese Blumensamen zu kommen. Weil die sind ja auch wertvoll für uns, fürs Herstellen. Aber auch wie sie es erzählt haben, ist halt so... eher... unangebracht gewesen. Einfaches Beispiel. Ich habe es ja vergleichen wollen mit dem Spiel Final Fantasy VII. Denkt an Eris, habe ich ja auch schon mal gesagt. Bei Eris war es so, oh, das können wir auch gleich machen. Sie ist ja auch eine Blumenverkäuferin, auch in den Slums. Aber was hat Eris für eine Hintergrundgeschichte? Sie ist ein armes Mädchen, wo die Mutter gestorben ist und eine andere arme Frau hat sie aufgenommen und sie lebt quasi in Blumen.
Die kennt nichts anderes. Sie ist halt arm und versucht, der Mutter zu helfen, indem sie halt irgendwie ein bisschen was verkauft, um Geld zu gewinnen. Ansonsten hat sie eigentlich ein schönes Leben. Ein einfaches Leben, aber ein schönes Leben. Und hier ist es. Wir haben eine Krisha, die die Tochter des größten Handelsunternehmens ist hier in dem Spiel. Der Pendleton-Gesellschaft. Und es macht auch wirklich keinen Sinn, dass der Vater sagt, ja, du darfst gerne jetzt in die Slums gehen und Blumen verkaufen. Als ob der das genehmigen würde. Never ever. Never ever. Weil der hat einen Ruf zu verlieren und die Welt lebt ja auch von Intrigen und schlechten Ruf und so. Und Dieben. Das ist ja der Witz. Das passt ja vorne und hinten nicht zusammen. Wenn das jetzt irgendwie ein Randgebiet wäre oder hier würden nicht so viele Wachen sein oder es gäbe nicht so viele Intrigen, dann würde ich auch sagen, okay, das kann funktionieren. Das, was Grisha gerade vorgenommen hat. Ja, und das sind eben so Dinge, da würde ich niemals danach suchen. Die fallen halt einem einfach so auf. So, jetzt bin ich hier im Kreislauf und habe eigentlich gar nichts. Doch, da unten. Das habe ich mir erhofft. Ja, wer sich jetzt gedacht hat, hä, wieso bist du jetzt einfach im Kreis gelaufen? Genau deswegen, weil ich gucken wollte, ob irgendwo diese Azure Petals rumliegen. Und deswegen fand ich das ein sehr gutes Thema, dass das nochmal von Ryujin angesprochen wurde, weil das ist ja wirklich so. Es kann passieren, dass man sich vielleicht ein Spiel kaputt macht, wenn man alles zu sehr analysiert, aber da bin ich, denke ich, doch sehr weit weg, dass das eben nicht bei mir passiert. Nur Sachen, die auffallen, über die mache ich mich natürlich lustig und bespreche die hier selbstverständlich auch. Da ist ein Speicherpunkt, gehen wir schon mal hin. Denn es gab ja zum Beispiel auch die eine Geschichte mit diesem Assassinen-Mädchen. Die passt irgendwo auch nicht mit rein. Es ist doch witzig, dass wir immer wieder ins Gefängnis einbrechen und Leute befreien und das auch keine Folgen hat. Das ist genauso witzig, aber das ist eher so, wo ich sage, cool, ja, das belustigt mich, ist ja vom Spiel auch so gewünscht und finde ich völlig in Ordnung. Und natürlich gibt es auch kein kleines Mädchen, was gefangen genommen wird und dann unbeaufsichtigt bleibt und eine Assassine ist und keine Eltern hat und so weiter. Da fehlt mir auch Hintergrundgeschichte, aber ja, da würde ich niemals auf die Idee kommen, jetzt zu sagen, das muss ich jetzt aber von vorne bis hinten genauestens analysieren. Nee, das mache ich nicht. Was ist jetzt passiert? War das gerade... Das war jetzt aber keine Hauptstory, oder? Okay, dann, aber um die Gedanken nochmal abzuschließen, es ist wirklich ein sehr cooles Thema. Ihr könnt mir reinschreiben, wie das bei euch so ist. Also, ich habe auch noch genügend andere Beispiele. Zum Beispiel Tales of Vesperia. Bei Tales of Vesperia habe ich ja genauso gespielt. Da habe ich auch immer überlegt, oh, okay, wie könnten die ganzen Leute das meinen? Und jetzt bin ich gerade raus. Weil mich hat die Katze riesen erschreckt, weil die ist gerade nach oben gesprungen, hatte irgendwas zerkratzt und ich weiß nicht warum. Sah so aus, als ob sie gerade aus dem Tiefschlaf erwacht wurde und irgendwas ihren Schlaf gestört hätte. Das hat mich jetzt so rausgebracht, dass ich den Faden verloren habe. Muss ich erstmal kurz was trinken. So, und dann schon mal weiter. Ich wollte nämlich sagen zu Tales of Vesperia. Genau, weil da war die Welt nämlich an sich auch komplett stimmig. Wir hatten böse Buben, es gab Konsequenzen. Die Leute haben so agiert, wie man selber auch agieren würde. Und da sehe ich, das passt. Da macht alles Sinn. Die Hintergrundgeschichten zu den Figuren, die machen Sinn. Natürlich gibt es keine Blastia. Und natürlich gibt es auch keine sonstigen Drachen oder Fabelwesen. Aber in dieser Welt von Tales of Vesperia hat alles so richtig gut ineinander gegriffen, wie eben auch bei einem Final Fantasy VII. Und das ist hier leider nicht immer so. Und deswegen fallen die Sachen auf, ohne dass man gezielt danach sucht. Die sind halt auffällig. Das meinte ich damit. Ansonsten genieße ich natürlich auch Ys Nummer 9. Und da bitte mal reinschreiben, wie ihr das bei euch so entdeckt. Ist euch sowas egal? Ich finde immer, bei einem Rollenspiel sollte doch eine Stärke sein, die Geschichte. Und wenn die nicht passt, wird's schwierig. Dann kommt das Gameplay. Das Gameplay ist hier super. Und dann haben wir irgendwann so ein Gesamtfazit. Ich versuche mich gerade nochmal an Ys 8 zurückzuerinnern. Da hat doch auch alles gepasst. Da gab es ja auch diese eine Sache mit dem Serienmörder. Vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber war okay, kann passieren. Es kann sein, dass wenn du schiffbrüchig bist, rein zufällig jemand mit dabei hat, dass du jemanden mit dabei hast, der halt blöderweise ein Serienkiller ist. Kann passieren. Ja, damit komme ich hin. Das finde ich noch akzeptabel. Und
Da haben die Figuren ja auch vernünftig miteinander gesprochen und da war das auch alles recht schlüssig. Und da gibt's natürlich auch die Welt mit Dana. Da mag man auch selbst dann sagen, das war aber hinten raus zu übertrieben und Gottheit hier, Gottheit da. Hat aber in der Welt von Ys 8 funktioniert. Das vielleicht mal so als kurze Erklärung. So und damit sei es an der Stelle auch besprochen. Ist ein schönes Thema. Könnte man auch mal eine ganze Folge einfach so drüber sprechen. So eine Art Podcast, wenn ich einen hätte. Habe ich aber nicht. Deswegen war hier der kurze Break. Und wir machen weiter mit dem Typen, den wir da gerade sehen. Jetzt muss ich erstmal überlegen, wie ich wieder reinkomme. Denn was ist jetzt passiert? Es sind jetzt ungefähr so 3, 3,5 Stunden Aufnahme vergangen. Schneide ich alles weg. Ich habe nochmal geguckt, wo ich aufgehört hatte, weil ich bin jetzt doch schon ganz schön müde. Aber ich will noch eine halbe Stunde machen, weil jetzt bin ich ja an dem Punkt, wo ich weiterspielen kann mit euch gemeinsam. Wir haben aufgehört bei der einen Nebengeschichte, die habe ich auch bewusst weggeschnitten, weil das könnt ihr euch dann selber irgendwann angucken und antun, wenn ihr euch das Spiel eventuell auch kaufen solltet. Und dann waren wir ja hauptsächlich auf der Suche nach dem einen Mörder oder vielleicht sind es ja sogar mehrere Mörder. Und dann haben wir hier noch weiter rumgefragt und auch die Menschen, die wir gefragt haben, haben gesagt, ja, die sind weggelaufen. Also Monstrum untypisch. Und da gehen bei uns die Alarmglocken an. Also die Vermutung steht im Raum, dass es irgendwelche Menschen sind, die sich für uns ausgeben. Warum auch immer. Keine Ahnung. Vielleicht will man uns auch aus der Reserve locken. Vielleicht hat es aber auch was mit Doll zu tun. Es kann ja sein, dass Doll tatsächlich selbst geklaut hat und ihre Fähigkeit ist, Puppen zu erschaffen. Dass sie quasi Doppelgänger von uns erschafft, aber nur laufen kann, statt über die Dächer zu fliegen und zu gleiten. Keine Ahnung. Dann, was aber noch spannend war, wir haben die Dame gefunden, die uns verhört hatte. Und ich dachte, bitte was? Die können wir doch jetzt nicht ansprechen. Aber doch, wir mussten die ansprechen. Und da kam raus, dass sie vermutet, dass die Ritter, und dazu gehört ja Credo auch, da hat sie nämlich ihn gefragt, du sagst, man kann das sein, du bist doch ein Ritter. Jetzt mal Hand aufs Herz. Kann das sein, dass ihr Edelkristin einfach entkommen habt lassen? Weil Shadowheart ist doch zu stark. Eure Truppen sind auch sehr stark. Wie kann es also sein, dass jemand, der sich in dem Gefängnis nicht auskennt, entkommen konnte? Und Credo, cool wie er ist, ja, pff, mir doch egal, ich habe gehört, ja, der ist selbst entkommen. Und damit passt er. Und das hat sie auch uns abgenommen. Aber interessant fand ich trotzdem, dass sie davon ausgeht, man hat uns entkommen lassen. Also irgendwie eine interessante Theorie, weil was heißt das jetzt? Wer hat denn was davon, dass wir entkommen? Sollten wir im Kopf behalten, ne? Das erstmal an der Stelle. Ja, und dann habe ich Petals gesammelt. Ich habe jetzt wirklich ganz, ganz viel Zeit mit Petals verbracht. Und als mir hier 2 Stück hatten mir gefehlt. Und da ich nicht wusste, wo die waren, habe ich dann auch irgendwann zur Online-Hilfe gegriffen. Da mache ich jetzt kein Geheimnis draus. Schöner wäre es natürlich, hätte ich es alle selber gefunden. Aber es ist richtig nervig, wenn hier eine 10 von 11 steht und du weißt nicht, wo die war. Und wisst ihr, wo die war? Hier zumindest kann ich mich daran erinnern, das war das letzte, was ich geholt habe. Zeige ich euch mal kurz. Wer es nicht sehen möchte, muss jetzt vorspulen. Und zwar hier am Baum, da oben. Und ich weiß, ich habe hier 3 Runden gedreht. 3 ganze Runden. Und jedes Mal stand ich hier und habe geguckt auf den Baum. Und ich habe nicht gesehen, dass da oben irgendwas blau geleuchtet hat. Ich habe es nicht gesehen. Und das 2 bis 3 Mal. Der Hammer. Brauchte erst die Hilfe. Ja, und das war erstmal so mein Highlight der letzten Stunden, ne? Dann habe ich noch ein bisschen Items gefarmt, mir die Rüstungen gekauft, ein paar Level-Ups nebenbei geholt, weil ich meine Nox-Energie auch aufgefrischt habe. Dann habe ich auch diesen einen Kampf gemacht, den wollte ich ja auch gemeinsam mit euch machen. Habe ich aber jetzt aus Versehen auch gelöscht, weil ich gar nicht mehr dran gedacht habe nach all der Zeit, dass der hier mit in der Aufnahme war. Habt aber nicht viel verpasst, das war ein ganz normaler Kampf, Rang S geholt und das war's. Dann habe ich ein neues Outfit bekommen und zwar für... Wer hat's gedacht? Krisha! Pretty Pink! Kriegst du, wenn du 70 Petals hattest, ich glaube es waren 70, und die eben abgibst. Dann bekommst du das Kostüm von ihr und vorher bekommt man Ride Along Mishy. Erinnert mich auch an die Katze Kate and Sis von Final Fantasy. Ja, wir lassen die zur heutigen Folge einfach mal dran. Das Kostüm gefällt mir zwar auch nicht so, bin ich so der pinke Freund, aber warum nicht? Nehmen wir heute mal in der Folge mit. So, und das ist, denke ich, alles, was ihr jetzt verpasst habt. Und dann ist mir noch, als ich gesehen habe, ich hatte ja erzählt von dieser Ingame-Logik, da muss ich auch nochmal ein kurzes Statement machen, und zwar, also das Thema ist jetzt für mich erstmal abgehakt. Ich genieße auf jeden Fall Ys 9.
Mach mich halt nur lustig über gewisse Geschehnisse, wie vorhin schon erklärt. Aber könnt ihr euch noch an Uninaki erinnern? Diese eine geile Szene, das ist das beste Beispiel für Ingame-Unlogik. Wer Uninaki nicht kennt, das ist ein Spiel, da haben wir jemanden gezockt, der mit Toten halt so sprechen konnte oder mit fast Toten, also Leute, die kurz vorm Sterben sind. Und da war so ein Fall, da hat eine Oma in ihrem Bett gelegen und war halt sehr krank, konnte nicht mehr aufstehen, vielleicht auch nicht mehr sprechen, ich weiß es nicht mehr. Und hat uns im Geiste gebeten, hey bitte, töte mich, damit ich meinem Bengel nicht mehr zur Last falle. So in der Art war das. Da sind wir also ins Haus von ihr gegangen, haben sie gefunden und mit dem Schwert niedergestreckt. So weit, so gut, weil wir konnten es halt. Wir haben, das war unsere Pflicht irgendwie und der Tod ist jetzt nicht irgendwie was total Sinnloses. Also es ist schon so, dass die Menschen auch dort getrauert haben bei Uninaki, aber da war irgendwie anders als hier. Der war nicht gleich endgültig. Oder war der endgültig? Auf jeden Fall gab es da noch so eine Afterworld. Naja, und das nächste, was man tut, wenn man einen Mord begangen hat, weil nichts anderes war es ja, man verpisst sich. Und was macht unser Held? Er bleibt tatsächlich im Hause stehen, guckt so aus dem Fenster raus oder sich irgendwelche Bilder an und wartet, bis der Bengel zurückkommt. Er sieht, Nanu, hast du die einfach umgebracht? Er sagt nichts dazu und geht einfach stumm aus dem Haus. Warum? Das ist so eine Sache, wo ich sage, das ist total dumm. Das ist richtig, richtig dumm. Und es konnte mir das Spiel auch nicht vernünftig erklären, warum er das gemacht hat. Also er wusste doch, dass er nicht in dem Haus bleiben sollte, weil er sonst eben als Mörder wieder angezettelt oder angezeigt wird. Und dann geht er einfach so raus und jetzt kommt das Allergeilste. Was macht jetzt der Bengel? Natürlich hat er Rachegelüste, will den Mörder auch zur Strecke bringen. Und als wir aus der Tür raus sind, gab es nochmal einen Kampf. Und als der Kampf vorbei war, wurden wir hinterrücks erstochen von dem Bengel. Das war unsere Strafe. Und das war die Geschichte. Das war die Geschichte zu dem Helden, der auf diese Art und Weise umgekommen ist. Also das fand ich so dumm, weil das einfach unlogisch war. Er hätte aus dem Fenster gehen müssen, er hätte schon eher abhauen können. Keine Ahnung, warum er da gewartet hat. Und wenn er schon wartet, hätte er zumindest die Sache erklären können. Hat er aber nicht gemacht. Und das meine ich mit so In-Game-Unlogik. Manchmal fässt man sich einfach an die Stirn und denkt so, alles klar, was will uns der Dichter damit sagen? Das war's an der Stelle. Und habt ihr auch so Beispiele? Schreibt mal bitte rein, welches Spiel habt ihr gespielt, was ihr gut fandet, was auch gut erzählt war, wo aber dann irgendwo mal eine Stelle im Spiel aufkreuzte, wo ihr gesagt habt, oh ne, das ist jetzt aber wirklich ein bisschen zu viel des Guten, ne? Habt ihr solche Spiele? Ich würde mir das gerne durchlesen. Da freue ich mich jetzt schon, was ich da alles verpasst habe. Könnt ihr mir sehr gerne reinschreiben, auch bitte sehr ausführlich. Lese ich mir alles sehr schön durch. Ach ja, genau. Und das war der Grund, warum ich die Aufnahme erstmal pausieren wollte. Weil hier ist der Hinweis, wir sollen uns gut vorbereiten, denn das, was jetzt kommt, ist anscheinend, weiß ich nicht, was kann man sagen? Anscheinend so, dass wir nicht mehr zurückkommen? Keine Ahnung. Wir proceeden auf jeden Fall. Ich hätte ja auch mal testen können, was passiert, weil ich denke schon, dass wir nochmal in die Stadt zurückgehen können. Und schafft's Edel überhaupt hier raus? The culprit should be this way. Oh, yes, but we can't follow them any further. Naja, also wir nicht, das ist richtig, aber du. We're free as long as we're inside the city. Nothing we can do about this barrier, though. Ach, die können da alle nicht raus. Wir sind ja alle gefangen. Damn, this curse. It's starting to get on my nerves. Oh, ist schon nervig. Stell dir vor, du bist wirklich in einer Stadt gefangen. All die Jahre. Geknechtet. Lemure zu zerschmettern. What good is our gifts if they won't let us help people when they need it most? I hate not being able to do anything. Ja, und sie hasst es, nichts tun zu können. Wir werden den Curse schon brechen. Versprochen. Setz das Bild, so ist es. I won't go back to being the girl who just waited for things to happen. Genau, nicht rumsitzen und abwarten, selber was tun. Initiative ergreifen.
Und Kiro freut sich, lacht sich nur ins Fäustchen. I only hope these thieves are gonna put up a half-decent fight. Nachher schon im Gedanken wieder am Kämpfen. But I hate to say that we might have to leave this to the authorities. Wie jetzt habe ich die ganze Zeit hier vor mich hingespielt und jetzt komme ich hier trotzdem nicht weiter, oder was? Es muss doch hier einen Punkt geben, um nochmal, weiß ich nicht, Nox Kampf muss doch helfen. Oh je. Crimson King. Monstrums. Is that you? Wer ist das? Hat uns irgendjemand erkannt? Aprilis? Never, ist die nicht. Das fällt mir jetzt sehr schwer zu glauben. Aprilis, unsere Anführerin, scheint besiegt worden zu sein und sie schiebt jetzt irgendwie die Schuld schon mal auf uns. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Da spielt hier echt jemand ein falsches Spiel, glaube ich. Aprilis! Als ob die sich so einfach ausnocken. Ich meine, die hat uns die Kraft gegeben. Wenn wir die attackieren würden, ich glaube, die würde uns im Handumdrehen wieder die Macht entreißen. Na, jetzt bin ich gespannt. Ja. And these scars. Why? Nicht why. Who? Wir fragen, was passiert ist. Oder ist sie das wirklich? Aber wer hat sie so zugerichtet? Vor allem ist es länger so wie, oh, Crimson Knight, bist du das? Ich werde dich. Stop. Guck mal, oben links. Oben links, die Nox-Energie. Die pulsiert. Das hat vorher nicht so geflackert. They're not ready yet. Ist ja not ready. Die wollte uns vorbereiten. Alter, was ist jetzt hier gerade los? Irgendjemand steht auf jeden Fall über Aprilis, eine größere Macht. Blutmond. Ganondorf. Is this the Grimwald Nox? Something seems different. Also, ich habe ja mit allem gerechnet, aber das Aprilis. This must be. So niedergeschlagen jetzt auf einmal kommt, das ist. Keine Ahnung. It's the Grimwald Nox with a full moon? Ach, das hat einen Einfluss? Also mir ist schon nicht entgangen, dass die Anzeige immer weiter von einem Viertelmond zu Halbmond und dann ganzen Mond gewandert ist. Hat anscheinend hier wirklich einen tieferen Sinn, das Ganze. Was ja wirklich wie bei Hyrule Warriors. Beim Blutmond werden die Monster stärker. What's going on? This is. I'd like to know myself. Renegade möchte es auch wissen. Und Aprilis? Mann, wieso hat sie eine Kopfverletzung? Wer zum Teufel hat er denn das angetan? Sie muss ja gegen irgendjemand, gegen irgendetwas gekämpft haben schon. All of you must survive this. By any means necessary. Ich möchte mal wissen, was ihre Aufgabe ist. Sie ist auf jeden Fall irgendeine Beschützerin von irgendwas. Und was ich auch nicht wusste, die hat ja so eine, einen künstlichen Arm. Habe ich vorher überhaupt nicht drauf geachtet, aber irgendwann gab es mal in der Beschreibung zu Aprilis, dass sie künstliche Körperteile hat. Wie zum Beispiel den Arm. Und das habe ich erst gar nicht so gecheckt. Und jetzt sehe ich, ja, das ist in der Tat so. Vielleicht auch das nochmal eine wichtige Info. Ich weiß nicht, warum sie da keinen echten Arm hat. Protect the screen from the lemurs. Das sind Plattformen zum Ranziehen. The full moon's loom. You would do well to prepare yourselves. My time to shine. Switch! Oh je. Looks like you could use a little relief.
Oh, ich kenne die Attacken von ihm auch gar nicht. Ihr seht nur, dass ich schwache Schläge mache. Okay, ja, Faustschläge ist viel besser. Wisst ihr, was auch das Problem ist? Ich spiele ja immer noch so nebenbei Genshin Impact. Und dort ist die Steuerung ganz anders. Deswegen verdrücke ich mich hier auch sehr häufig. Was nu? Hä? Irgendwas hat uns auf jeden Fall gerade erwischt. Also ich kann nur hoffen, dass ich durch irgendeinen besonderen Umstand nochmal wiederbelebt werde. Ich könnte jetzt auch ein Item benutzen, aber spare ich mir alles. Wurden wir geheilt? Nein. Oh, das war erst Welle 1. Es ist immer noch der geilste Skill. Was ist das? Who's next, huh? Einfach diese Reichweite der Attacke ist so heftig. Wir haben ihn nicht kommen sehen. Von der rechten Seite kam jemand. Und das war übrigens einer meiner neuen Skills. Der scheint noch fetter zu sein. Das ist so eine Kombination aus Rundangriff und dann einfach mal so ein Schlag nach vorne. Zumindest haben die Decoys alle noch überlebt und Schaden hat die große Sphäre auch nicht erhalten bisher. Ja, hier ist gerade irgendwas Cooles passiert. Ambushes. Spawn Points can suddenly appear during a wave. Lemurs will ambush you. From the Spawn Points. Spawn Points can appear in unexpected locations to assault the Fiend. Check the battlefield. Oh je. Wo ist denn das Ding? Da hinten tatsächlich. Ja, können wir das irgendwie schließen? Fuck. Get up, Kratos. Hang in there, everyone. Crimson Line.
Habe ich auch zu spät gesehen. Noch was? Also ich glaube, das wird eine sehr, sehr schlechte Bewertung. Irgendwie mogel ich mich hier auch eher durch. Oh, wir konnten gerade irgendwie richtig, richtig viel die Skills benutzen. Alter. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Das war's aber noch nicht. Ich wollte gerade durchatmen. I'll be there in a jiff. Where you go? A little love solves everything. Oh, da ist noch einer. Nervbolz. Leave it to me. Hold fast a while longer. Ach, hat er uns erwischt, der gibt's nicht. Ich sehe auch gar nicht, was er macht. Das ist wirklich total schwer für mich zu antizipieren, welche Attacken da kommen. Weil ich sie auch einfach nicht kenne. Ich weiß, dass der große Typ hier, der schießt irgendwann was. Es kommt noch jemand. Sag mal, kommt die immer wieder nach? Ich glaube, wir mussten wirklich den Boss einfach besiegen. Ich dachte erst, ich kann die Minions irgendwie davon abhalten, dass die zur Unterstützung rein, aber nee, die sollten hier im Kampf tatsächlich einfach nerven. Aber wir haben es geschafft. Dann war es doch ganz gut, vorher nochmal so ein bisschen auf diese Nox-Energie zu achten, dass ich die sammeln konnte. Und guck mal an, die Wunde ist weg. Sie hat keine Kopfwunde mehr. Und sie sah viel zufriedener aus als vorher noch. Das war auf jeden Fall kein Rang S. Killrate ist okay. Wir kriegen da nochmal ein paar Boni. Mal gucken, wer hier geholfen hatte. Shanti hatte geholfen. 150.000. Doch! I hope you manage to keep this up. Das ist eine Überraschung. Oh man, you guys are so cool. Na, ich weiß nicht. Also ich fühle mich jetzt nicht so cool. Ich meine, klar, wir haben Rang S, aber es hat sich nicht angefühlt wie Rang S. Das ist ganz komisch. Iron Ore viermal. Spirit Lumber, sehr cool. Spirit Elixir ist auch cool, weil das steigert unsere SP-Rate, glaube ich.
Pierce-Talisman. Ein Pierce-Talisman. Steigert er die Stärke unserer Pierce-Attacken? Changing Damage Types tatsächlich. Swap Type to Pierce. Das ist natürlich richtig genial, weil das sind Items, die gab es bei Ys 8 erst am Ende als ultimative Belohnung, glaube ich. Es kann sein, dass ich das irgendwie falsch im Kopf habe, aber damit haben wir natürlich schon die Möglichkeit, wenn wir später irgendwann in einem Bereich sind, wo Gegner nur anfällig sind auf Piercing-Attacken, macht Sinn, genau das mit reinzunehmen. Swap Type to Pierce. Die Frage ist jetzt, alles an Attacke, also normaler Angriff und auch unsere Spezialattacken? Weil hier in dem Kampf hatten wir kurz eine Phase, da waren wir mit Schlagattacken besser dran, mit Strikes. Aber wir haben es geschafft. Das war ein ganz, ganz anderes Level. Indeed, it is doubtful we would have prevailed, had we not joined together. Oh, ihr alle, guter Job. Job, well done? Hast du nicht gerade zugeguckt? Das war alles andere als well done. Ja, wir haben Rang S erreicht. Und nu? Hat sich aber nie angefühlt wie Rang S. Genau wie es der letzte Player gesagt hat. I think you owe us more explanations. Then, congratulations this time around. Genau, wir wollen Erklärungen und keine Glückwünsche. Your wings are looking pretty clipped. How about we cage you up and make you sing? Ist das eine Erpressung? Lehn dich niemals gegen den auf, der dich so geschaffen hat. Das ist ja quasi so, als wenn wir unsere liebe Mama ins Verhör nehmen wollen. Das können wir nicht machen. Just how long do we have to keep fighting like this? Okay, das können wir schon fragen. Ich habe mich eh gewundert, warum die alle das so akzeptieren, dass keiner irgendwie mal gefragt hat, was passiert denn, wenn wir das hier nicht machen. Kein Bock auf Kämpfen. Ich meine, bei Credo ist es ja was anderes, der will ja kämpfen. And more importantly, how are we supposed to break this curse? Keine Antwort. The Grimwald Nox has manifested in this realm since time immemorial. Also seit Anbeginn der Zeit anscheinend gibt's Grimwald Nox. So long as humanity walks this land, it will continue to do so without end. Heißt das, der Mensch muss einfach dann verschwinden? Hört's dann auf? Du meinst jetzt aber nicht, dass der Fluch kann nicht gebrochen werden? No way! Hold up, these battles have been going on since ancient times, right? That means someone had to have been fighting the Lemurs before us. Das sehe ich genauso. Wir können ja nicht die ersten und einzigen sein, die gegen die gekämpft haben, wenn es seit Anbeginn der Zeit schon hier diese Kämpfe gibt. With all those scars on your body, not to mention that arm and leg, was ja anscheinend auch fehlt, vielleicht ist sie die letzte Überlebende gewesen. Der letzte Hüter und sie sucht Nachfolger. You try not say that someone was lonesome old you all those years? Warte, was? Das kann nicht sein. It was until only a while ago. These false limbs serve as scars to remind. Whistle. However, there was once a time when I had comrades on my own. Sie hatte auch Freunde, Kameraden. You stated the battles would continue so long as humanity walked this land. Would the extinction of mankind then not summarily end the need to fight? Das war ja auch mein Gedanke. Heißt das ohne Menschen keine Kämpfe? Doll, was ist das für ein komischer Gedanke? Naja, sie ist ja eine Puppe. Sie muss sich da keine Gedanken machen, wenn alle Menschen weg sind. Weil Puppen übernehmen dann die Macht. Na, ist das nicht ein bisschen zu extrem gedacht? Fragt Renegade und April sagt gar nichts dazu. I am aware that I must explain things eventually, but now is not that time. Und ich würde sagen, genau jetzt ist die Zeit für Erklärung. Crimson King. The end of this full moon Grimwald should bring about a radical change. Was heißt das? Follow your adventures
intuition and you will be sure to uncover it. Sie will immer noch, dass das wieder dem Geheimnis auf der Spur gehen. What kind of radical change? Fragt auch Elle nochmal nach. You should notice before long, once you've returned to town. Wie jetzt, the Nox is beginning to dawn. I shall tell you all I know in due time, you have my word. But until then, I'm afraid I need you to continue to do this as you have. Aprilis. Das sollte uns alle, glaube ich, nicht zufriedenstellen. Also dieses ganze Szenario hat jetzt bei mir auch sehr viel Fragen ausgelöst. Das Spiel gibt generell viel Fragen auf. Weil wer ist dieser zweite Edel? Warum hat sie ihre Kameraden verloren? Warum kämpft sie noch alleine? Wieso hat sie keine Gliedmaßen mehr, keine echten? Was da passiert? Wieso hat sie jetzt Schaden genommen? Also gegen wen hat sie verdammt nochmal gekämpft? Was ist hier mit dem Fluch? Wieso können wir nicht nach draußen? Das ist eh ein ganz komischer Fluch. Ja. Und wie verkaufen sich die Blumen von Krisha? Das sind die Fragen, Leute. Die müssen wir beantworten. Und da sind wir schon wieder zurück. Ich kann nicht glauben, was ich gerade gehört habe. Aprilis had been fighting all by herself before we came along. Ja, wir wissen aber nicht, wie lange. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie auch unsterblich ist, weil ist sie anscheinend nicht. Sonst hätte sie nicht so eine krassen Blessuren gehabt. Also auch vor ihr dürfte es jemand gegeben haben, der schon gekämpft hat. But why is it exactly? Why does she need our help now? Ja, sie ist nicht stark genug. Die Frage ist nur physische Stärke oder meint er andere Stärke? Well. Natürlich ist sie nicht stark genug, sonst würde sie ja keine Hilfe brauchen. Das sehe ich genauso. But as long as I get to let loose, she can get as weak as she wants, for all I care. Hä? Herr Duck, guck mal, da drüben. Die Barriere ist weg. Und das ist vorher noch nie passiert, oder wie? So was? Barriere? It's... disappeared? No freaking way, don't tell me it's serious gone. Ist das jetzt nur kurzfristig? Weil dieser Blutmond abgeschwächt ist? You've got to be kidding me. That damn barrier never budged no matter what we threw at it. But now it's vanished just like any other barrier in town. Das meinen sie mit Radical Change. Ist das wirklich so? Ist jetzt wirklich jede Barriere weg? Das heißt vollste Erkundung. Main gates don't seem to have changed at all, so must have only been... Ah, okay. Und schon kommt die Ernüchterung. Er weiß natürlich sofort, ohne es geprüft zu haben, die Haupttore, die sind davon nicht betroffen, das ist nur hier das Westtor. It doesn't look like we have free rein once we get through the west gate either. Looks like it. I can see another barrier just a few kilometers away. Might as well still be trapped in the city when it comes down to it. But at least we can go after the Arisane Lane thieves now. Juhu! Gibt doch nichts Schöneres. Ein bisschen mehr Freiheit und wir können den Dieben folgen. So, I'm still a little uneasy about all that stuff. Aprilis told us. Like I said, long as I can let loose, I don't care if this curse never gets lifted. Gotta admit, so being co-opt up in this town for months, no end wears you down. What do you say? We go blow off some steam. No holds barred. Blow off some steam? And sharpen my skills while I'm at it. So seething punks had better to take sure they don't go down too fast. Also der ist, glaube ich, am besten dafür geeignet, in die Fußstapfen von Aprilis zu gehen, wenn es darauf hinauslaufen sollte. By quelling the full moon, Grimwald, adult support skill Crimson Wes, has reached level 2. Na dann?
Jetzt kommen wir endlich mal so ein bisschen außerhalb der Stadt. Das dürfte eine neue Karte sein mit 9%. Und endlich mal raus aus der Stadt. Jetzt durfte ich mich auch besser fühlen, weil ich kann diese Stadterkundung nicht mehr sehen. Oh, feels good, living the city after all this time. Oh ja, das ist genau mein Ding. Das ist genau mein Ding. Endlich mal ein bisschen frische Natur. Estat Road. Heading down west on Estat Road should take us to a three-way junction. Normally we just have to fear north to get to the deserted village. But last I remember, the path there is blocked. Das heißt, wir müssen wieder durch irgendeine Höhle. We're going to have to look for a way around somehow. Es ist doch krass, dass er jetzt schon weiß, wo er hin muss. Weil wir folgen doch Dean, die könnten doch überall hingelaufen sein. Er wird schon wissen. Aber wir können unsere Gift benutzen. Jetzt bin ich gespannt. Wir haben hier schon mal einen Speicherpunkt. Und er will ja hier ein bisschen Fleisch verkloppen. Das ist genau das, worauf ich richtig Bock habe. Endlich. Wir haben jetzt hier wirklich eine komplett geile Naturzone. Nice. So, jetzt müssen wir bloß noch gegen Lou Bega antreten. Der Name ist geil. So, hier ist mein Mambo Number 5. Das war sehr schlecht. Faustattacken sollten gegen eine Blume auch nichts bringen. Ich brauche hier ein bisschen Slicing Attacks. Ja, hier, Slice Me Nice und so. Hilft auch nicht. Und direkt mal Level 23. Das heißt, ich muss mich nicht aufheilen. So, und jetzt mal Looky Looky machen. Das waren schon 10%. Schade. Das heißt, das Gebiet ist nur 10-mal so groß. Das ist wirklich sehr schade. Und da oben ist ein Landmark. Destination Point ist hier. Dann bleiben wir erstmal auf der westlichen Seite. Das finde ich eine ganz gute Idee. Habe ich Bock drauf. Ich will ja einfach wirklich alles erkunden. Und kann das sein, dass das, wenn Adel die Attacke spammt, der Gegner kurz zu freezen scheint? Er macht nichts. Das kommt mir natürlich zugute, weil dadurch mein Angriff nicht unterbrochen werden kann. Oh, was jetzt? Bin ich wohl doch schon nach Norden gelaufen. Looks like we've hit a fork in the road. Hat er auch gesagt, ja, hier ist eine Gabelung. Und Doll kommt bestimmt. Huh? Oh, it's you. Ja, ich habe mir schon gefragt, wann sie erscheint, weil das Kapitel dreht sich ja um diese Gestalt. Salutations. It would please me if I could join you. Ah. If you're asking, you must know where we're going. Was ist ihre Geschichte? And I thought you were a stick in the mud. What's with the change? Ja, die hatten ja alle erzählt, wir haben ja schon mal gefragt, ob wir nicht irgendwie zusammen mal was machen können oder gemeinsam kämpfen. Und dann meinten die drei, die jetzt noch fehlen, oh nö, ich habe was anderes zu tun und keine Zeit und so. Und das ist schon tatsächlich verwunderlich, dass sie jetzt auf einmal aus freien Stücken auf uns zukommt hier draußen. Vielleicht braucht sie auch unsere Hilfe, weil sie alleine ihr Ziel nicht erfüllen kann. Glaube ich ja nicht. Sie hat eine gewisse History. Ich meine, sie ist eine Puppe. Und das Wahrzeichen, das größte Gut des Antiquitäten-Shops ist ja eine Puppe. Sag mir nicht, sie ist gar kein Mensch, sie ist diese Puppe und hat auf einmal irgendwie eine Lebensform angenommen. Bisher ist es so, dass wir alle Menschen sind, die sich verwandeln können. Hätte aber was Krasses, wenn sie gar kein Mensch ist und wirklich einfach die Puppe ist. Also das wäre geil. Das wäre ziemlich geil. Nonetheless, there is another reason why I wish to join you. Und da wäre? The antique shop. Could you be... Oh, Krischer hat die gleiche Idee. Where'd she go? Na, sie ist unter uns. Sie ist die kleine Puppe bestimmt. Cradle, look down.
come on. Ey, das ist jetzt nicht der Ernst von ihr? Oder ist das gar keine Puppe? Das ist gar keine Puppe. Das ist ein kleinwüchsiges Mädchen bestimmt. Ah, das mag ich. Hier zum Beispiel frage ich auch nicht, wo ist der Sinn dahinter. Das ist cool. She's the doll that was on display at the Rheindolls shop. Anemona. That is the name I was given. Aber ist sie jetzt eine Puppe oder ist es wirklich einfach eine kleinwüchsige oder mit Magie irgendwie? Da interessiert mich auch die Geschichte. Upsy-Daisy. Upsy-Daisy. Pardon me, miss. You're an actual doll. Ist sie wirklich eine Puppe? Ohne Herz? Weird feeling I had at the shop was because of you. So, Aprilis' magic bullets work on dolls too, huh? Das ist ja Hammer. Aber wenn das so einfach ist, kann dann Aprilis? Da muss mehr dahinter stecken. Weil sonst kann sie doch einfach eine Puppenarmee zusammenschustern. Also warum eine Kugel auf eine Puppe projizieren und alle anderen auf Menschen? Es muss irgendeine Einschränkung geben, irgendeine Bedingung. Vielleicht ein weiterer Fluch. Weil sonst kann doch Aprilis für sich wirklich eine Armee einfach erschaffen, oder? Eine Puppenarmee. Sie macht ein Rätsel draus. I do not have any memories from before I awoke in the Rheindoll shop. You don't remember being cursed? Sie hat keine Erinnerung. Sie ist einfach in dem Shop aufgewacht. That is correct. I will tell you my earliest memory. Na, jetzt bin ich gespannt. Die einzige Erinnerung, die erste, die sie hatte? When I first awoke in the shop, I was unable to move at all. Though I suppose that was to be expected. I was merely a doll. Oh, versucht euch mal da gerade reinzuversetzen. Stellt euch vor, ihr erwacht und seid sofort eine Puppe. Ihr wisst ja nicht, was ein Mensch ist. Ihr kennt keine Menschen, kein Nichts. Ihr habt einfach ein Bewusstsein und stellt gerade fest, ihr könnt euch nicht bewegen, aber klar denken. But I asked myself, why did I awake at all? Day after day I pondered this, but I could not comprehend the reason. Konnte sie sprechen? Oder war sie einfach nur jetzt wirklich dort gefangen? Mit Bewusstsein, aber ohne Augen zu öffnen, ohne den Mund zu öffnen? Aber sie kann ja reden. Then, one day, I had a thought. I wish to see the world outside. Wird schwierig mit geschlossenen Augen. It was at that moment that I found I could move my arms and legs. Aha. Sie hat es vorher eventuell nicht probiert? Oder ihre reinste Willensstärke hat dafür gesorgt, dass die Arme sich bewegen konnten und die Beine. With my newfound freedom, I was now able to leave the shop in secret. Oh, wie creepy. Stell dir mal vor, du bist Omi und Opi, hast die Puppe und auf einmal ist sie weg oder steht vielleicht vor dir und sagt hier Hallo. Ich gehe jetzt mal raus, die Welt erkunden, ne? Macht's gut. I realized I was searching for something. As if a string was pulling me somewhere. Irgendwas wurde in ihr eingepflanzt. Weil so wie sie schildert, das ist wie ein Faden, der an ihr zieht, treibt es sie irgendwo hin. But I did not know what I was looking for. Das ist ähnlich wie Credo. Der weiß ja auch nicht, was ist der Sinn seines Lebens. Und so ähnlich geht's hier an Anemona. Schon mal aufgefallen? Was ist denn die Gemeinsamkeit der bisherigen Personen, die wir hier gefunden haben? Die haben alle keine Eltern. Und sind alle irgendwie erstmal ziellos. Krisha ist die Einzige, die versucht, was aus ihrem Leben zu machen. Aber sie hat auch keine Erinnerung so an die Vergangenheit, so scheint es. Ist das nicht faszinierend? Dass keiner von den dreien, die wir hier haben, eine feste Vergangenheit haben, über die man berichten kann. Also von zumindest Babyalter aufwärts gerechnet. Natürlich haben wir alle eine Vergangenheit, aber die beginnt ja erst ab einem bestimmten Punkt. When I thought to myself that I wished to find out, I discovered my gift as a monstrum. In this sense, my becoming a monstrum differs quite a bit from yours. Na, sie kann sich in eine Puppe verwandeln. Das ist doch geil. Sie braucht gar keine Monstrum-Fähigkeiten, ne? Weil damit können wir nämlich jetzt die Truhen looten, die die Wachposten, ne, bewachen. Weil wer achtet schon auf eine Puppe, die da einfach in ein Zelt reinläuft? Man,
You sure you didn't pull that straight out of a fairy tale? Dolls are not meant to have wills of their own, as humans do. Oh, ist aber echt schwer nachzuvollziehen. Jetzt sagt sie auch noch, dass das Puppen haben ja keinen eigenen Willen, aber muss sie ja. Es sei denn, sie wird wirklich wie ein Faden irgendwo hingezogen mit einem tieferen Sinn. Der Wille von April ist, aber sie scheint ja trotzdem irgendwie auf eigene Faust zu agieren und logisch zu denken, sonst hätte ja sie April ist nicht gefragt, was ist denn, wenn es keine Menschen gäbe. But whenever I act upon my own will, I can feel something within me change. Vielleicht bekommt sie ja jetzt langsam nach und nach ihren eigenen Willen. Das nennt man Lernen. Wie ein Mensch vom Babyalter zum Erwachsenenwerden auch eben lernen muss. If I am with you, Crimson King, I believe I will find what I am looking for. This is what my intuition tells me. Mhm. Ihre Intuition sagt ihr, dass sie uns begleiten sollte, weil sie erhofft sich, im Beisein von Edel Christine ihr Ziel zu finden. That was a lovely story, Anemona. Ist eine coole Geschichte, muss ich auch sagen. Das ist auch eine Sache, wo ich sage, da würde ich niemals jetzt auf die Idee kommen zu sagen, gibt's ja gar nicht. Puppen, die leben können, never. Ist doch cool. Sie hat wahrscheinlich auch eine Kugel abbekommen von Aprilis oder irgendwas anderes. Und das ist in einer Welt von East 9, ja, kann es natürlich geben. Da gebe ich mich doch gerne dieser Fantasie hin. Gefällt mir, finde ich schön. Ja. I had a feeling you'd agree. You have my gratitude. What's wrong, Pussycat? Naja, sie musste jetzt die Puppe tragen. Kann sie aber nicht, weil auf dem rechten Arm hat sie ja schon einen Begleiter. Und auf dem linken Arm wird irgendwann der Pickard sein. Well, it's just... Naja, sie hat eingepullert. Meine Hand ist feucht. I thought maybe you wanted to return the stolen statue to the shop. I have no such sentiment. I am merely a doll. Oh, I see. Be that as it may, the only ones who can fix me are Mr. and Mrs. Rheindahl. Their distress from the recent robbery has caused me some manner of inconvenience. Ah. So long as you don't get in my way, I couldn't care less what you do. Da haben wir auch schon ihren Grund. Also die Diebe sind ihr völlig egal, aber da eben die Familie, Omi und Opi, die einzigen sind, die sie reparieren können, ist natürlich auch ihr dran gelegen, dass es denen gut geht. Deswegen ist er auch auf den Fersen. Thank you. Der Diebe. Pardon me. I am glad we have this discussion. I will do my utmost to be of service. So, und jetzt spring bitte nochmal in die Arme von unserer Pussycat. Alright. The north road from this fork leads to the abandoned village, but it's been blocked by a recent landslide. We'll need to find a detour. You seem to be familiar with this region. I used to come here all the time as a kid. Hey, Adel, let's get a move on. Okay, also Credo kennt sich hier aus, weil er hier als Kind sehr oft gewesen ist. Ich frage mich trotzdem, warum wir jetzt in dieses abandoned village gehen sollten. Also warum geht er davon aus, dass dort die Diebe zu finden sind? Wir haben jetzt Anemona, Party Formation. Die müssen wir einmal austesten. Sie ist auch Level 23. Stärke 180, Verteidigung. Also, sie hat schon gleiche Werte oder ähnliche Werte. Naja, Credo ist der Einzige, der piercen kann. Ich sollte Edel mal rausnehmen. Third Eye ist das Geschenk unserer Puppe. Was kann denn drittes Auge? Mittelpad-Taste rechts drücken, to see what which cannot normally be perceived. Third Eye consumes the gift gauge while active. Okay, wir können halt Details besser sehen, die wir sonst nicht sehen würden. Die Frage ist, wann kommt das zum Tragen? Normally unseen traces, also Fußspuren,
Gegner hinter Wänden und Breakable Objects. Also wir sollten... Ja, wann immer wir können... I'd rather work alone. Das ausnutzen. Oh, I guess I'm the only one, then. Hier tatsächlich. Ja, geil, finde ich gut. Ich glaube nicht, dass mir das in der Stadt irgendwas helfen wird. Das ist eher für so eine Draußenerkundung gedacht oder in einem Dungeon. Sehr, sehr heftiger Skill. Aber für die Petals... Oder... Ich glaube, mit ihr wäre es einfacher gewesen, die Petals zu finden, weil die sind ja leuchtend blau. Und da hätte ich auch den einen Petal, der am Baum versteckt war, durch ihre Hilfe... Ach, na, das ärgert mich. Also wenn es so ist, ärgert es mich, dass ich online nachgeschlagen habe. Da hat mir die Geduld gefehlt, einfach abzuwarten. Schade. Naja, es ist, wie es ist. Gucke ich mir auf jeden Fall an, wenn weitere Gebiete der Stadt dann für mich zugänglich sind. Aber erstmal... Schauen wir, ob wir nicht bei ihr etwas equippen können. Denn ich habe nämlich vor, das Warrior Seal zu nehmen. Und das ist auch gar nicht so schlecht. Dann kriegt sie Flashguard, oder? Ne, das ist doch nice. Stärke plus 10 und Break Rate 15%. Ich nehme das mal. Dann müssen wir nur das einmal abrüsten. Und sorgen für... Schöne Skillbenutzung, weil sie ist neu im Team. Also muss ich auch dafür sorgen, dass wir ihre Skills von Anfang an nach oben treiben. Mal gucken, was ist denn das Beste bei ihr? Das hier, Coppelia Order. Manipulate countless blades at will to soundly dispose of the enemy. Und dann B+. Kostet aber auch 92, das ist ganz schön fett. Das war nur ein Schlag. Nee, das sind mehrere Schläge. Ich muss nur in der Nähe stehen. Also was ich... Was nun? Ach, ich bin vergiftet. Und da unten sehen wir auch einen Timer, der abläuft wahrscheinlich. Aber ich wollte noch sagen, das, was ich bisher noch gar nicht gemacht habe, ist so zu gucken, welche Skills am meisten in Kombination was bringen. Weil bei Edel war dieser Schlag nach vorne, dieser große, flächige Rundumschlag, sehr, sehr nice. Ach, und die Energie geht runter. Gutes Mann. Aber es ist doch eine Puppe. Wie kann die Lebenspunkte haben? Das geht doch gar nicht. Puppen haben sowas nicht. Mir ist auch so, dass ich bei Ys 8 mehr geblockt habe und auch mehr geflashguard habe. Der war schneller als gedacht. Machen wir nochmal. Und er hält auch ganz schön viel aus. Ist aber auch kein Wunder. Ich meine, wir haben jetzt auch gerade mit Piercing-Attacken eine Pflanze vernichten wollen. Und dann lacht die Pflanze über uns. Ich gehe erstmal zurück zum Speicherpunkt, denn das, was ich jetzt vorhabe, ist natürlich auch klar. Denn jetzt muss ich wirklich erstmal eine Pause machen. Ich bin mega müde, dass wir heute, also von den reinen Stunden her, enorm viel Leistung. Mal gucken, was ich alles zusammenschneiden werde. Aber ich denke, das war so ganz gut, das lasse ich am Stück und dürfte auch für eine Folge locker ausreichen, denke ich. Dann mache ich hier morgen weiter nach der Arbeit.
Ich weiß nicht, wann sie rausgehauen wird. Wahrscheinlich gegen Mittwoch, vielleicht sogar auch erst am Donnerstag. Ansonsten euch noch eine schöne Woche, weil für mich ist heute Sonntag. Und dann sehen wir uns morgen hier wieder, wenn wir in Richtung Diebe gehen. Bin ich mal gespannt, wer sich als uns ausgegeben hat und vor allem mit welchem tieferen Sinn dahinter die das gemacht haben. Wer möchte die Monstrum ins schlechte Licht rücken? Dem gehen wir auf den Grund. Machen wir aber erst ab morgen. Und damit rinnehauen und tschüss.